So, worum geht es denn in der Aufgabe 38? Also ich weiß, irgendwas mit Spule und parasitärer Wicklungskapazität. Ja, dann erzählt mal, oder was haben wir für Zahlenwerte, was. Also wir haben eine Fläche, die nenne ich mal einfach A. Und ich male gleich noch eine Skizze, was man sich darunter vorstellen kann. Das wäre bestimmt total sinnvoll, ja. So, aber wie groß ist die Fläche? 100 Quadratzentimeter. 100 Quadratzentimeter. So, dann brauchen wir noch irgendwie, also ne, wir wollen wahrscheinlich, es geht in den Aufgaben um Kapazitäten. Wenn man jetzt eine Kapazität ausrechnen wollen würde, was bräuchte man für Größen, um eine Kapazität von einem Plattenkondensator auszurechnen? Den Flächeninhalt, und zwar umso mehr Fläche, umso größer die Kapazität. Genau, also den Abstand zwischen den Platten, den nenne ich mal d. Genau, und dann brauchen wir noch die Permittivität, sodass da am Ende eben auf jeden Fall auch die Einheit von der Kapazität bei rauskommt. So, und das heißt, also in unserer Aufgabe bräuchten wir jetzt noch, um das mal auszurechnen, und wir haben ja vorher gerade schon gesagt, ist nur so eine halbe Sterneaufgabe. So wahnsinnig kompliziert kann das nicht sein. Ja, also was ist denn jetzt noch gegeben, Schönes? Hallo. Der Abstand, sprich d, Das D mit 0,2 Millimeter. Mit 0,2 Millimeter. Millimeter. Ich muss mal nebenbei einen Schluck trinken. Ja, erzählt mal weiter. Und die Permittivität mit 4. So, und dann haben wir noch eine relative Genau. Permittivität, das nenne ich mal Epsilon R von 4. So, und dann bräuchten wir, also das Epsilon hier in der Formel, gleich mal so hinschreiben, das würde sich jetzt ergeben aus einem Epsilon 0 mal dem Epsilon R, also einer absoluten Permittivität von Luft, von Vakuum, von Freiraum und der relativen Permittivität, die jetzt ja hier unser Isolationsmaterial hat. So, und jetzt bräuchten wir noch das Epsilon 0. Das ist auch gegeben. Das sind 8,854 oder 55, kann man sich drüber streiten, mal 10 hoch minus 12 und als Einheit hat das Ampere Sekunden pro Volt Meter. So, und Ampere Sekunden pro Volt könnte man auch schon mal schreiben als, wenn ich die Einheit habe, eine Ampere Sekunde pro Volt, ist das das gleiche wie Farad, genau. Ja. So, also ich könnte hier auch sagen, das sind Farad pro Meter. Ja, und also hier habe ich Farad pro Meter, hier habe ich nochmal Meter und hier habe ich Quadratmeter, ja, sodass ich die Meter da überall wegkürzen, sodass da für die Kapazität am Ende Farad überbleibt, was ja auch sinnvoll ist. So, und jetzt steht noch in diesem Aufgabentext drin, dass also diese Kapazität, die wir da jetzt gleich ausrechnen, ja, jetzt letztlich ist es ja jetzt ja nur noch die Zahlenwerte in die Gleichung da einsetzen. Und das Ausrechnen, das soll die parasitäre Wicklungskapazität von einer Spule sein. Also Spulen, Induktivitäten hatten wir jetzt noch nicht so richtig besprochen, oder weiß ich, in der Vorlesung vielleicht, oder in der restlichen Lehrveranstaltung. Aber wenn ich eine Spule bauen will, ja, nehme ich einen Draht, ist jetzt schwierig zu skizzieren. Ich nehme mal Orange für, ne, das soll sozusagen das Kupfer sein. Und ich nehme jetzt Kupferdraht. Ich wollte ein bisschen dicker zeichnen, aber so richtig kriege ich das hier nicht mit der Kreide. So, ich nehme so einen Draht und dann wickle ich den eben auf zu so einer Spule. Ja? So. Und das sind jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5 Wicklungen. Also kommt noch nicht so viel Induktivität bei raus, wenn man eben wirklich viel Induktivität haben will, muss man Spulen bauen mit ein paar hundert Wicklungen, vielleicht sogar über 1000. Also sehr dünnen Draht, natürlich voneinander isoliert mit sehr vielen Wicklungen. So, und wenn man jetzt mal im Prinzip
hier so ein, sich so eine Schnittebene anschauen würde. Ja. Also in diesem Schnitt male ich jetzt nochmal so eine Spule auf. Dann hat die Spule auf jeden Fall einen Kern. Ein bisschen perspektivisch. Also ich habe die jetzt in der Mitte aufgeschnitten. Das wäre im Prinzip der Kern. Das ist irgendein Eisen zum Beispiel. Ja. So hier hinten diese Kante sehen wir nicht. Das ist ein Eisenkern, der macht, dass die Spule mehr Induktivität bekommt, weil der das Magnetfeld in sich so ein bisschen bündelt und eben Eisen als ferromagnetisches Material besser für Magnetfelder durchdringbar ist. So, und hier außen ringsrum, ich mache mal trotzdem weiß, so außen ringsrum hätte man jetzt diese Fläche, die tatsächlich bewickelt ist, ja, mit irgendwas. So, und in dieser Fläche drin hätten wir jetzt ganz viel Kupferdrähte. Immer die ganzen Wicklungen, die da ringsrum gewickelt sind. Ja, und hier drüben im Prinzip genauso. So, und die dürfen natürlich sich nicht direkt miteinander berühren. Die müssen alle voneinander isoliert sein. Also gibt es um das Kupfer ringsrum, sehe ich manchmal in Rot, gibt es immer eine Isolationsschicht. Ja, und da, also damit man eben viele Drähte dicht aufeinander wickeln kann, kann man da nicht irgendeine super dicke Plastik nehmen, sondern das ist nur meistens nur eine ganz dünne Lackschicht. So Kupferlackdraht. Und dann kann man eben daraus aus viel Draht so eine Spule bauen. So, jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn ich jetzt durch diese Spule einen Strom durchschicke, ja, und an der Spule, ja, zumindest das könnte man ja irgendwie mal hinschreiben, also an der Spule fließt ein Strom und an der Spule fällt eine Spannung ab. U von T. So. Und weiß irgendjemand eine Formel, fällt irgendjemandem eine Formel ein, wie die Spannung an der Spule mit dem Strom zusammenhängt? Wie man Induktionsgesetz parat? Schon mal gehört. Also in Aufgabe 3 zum Beispiel in unserem Übungsheft, wenn mich nicht täuscht, da haben wir mal über E-Funktionen gesprochen, da stand genau diese Formel drin. Nicht in Aufgabe 3, in Aufgabe 5, in irgendeiner der ersten Aufgaben, die wir mal besprochen haben, da steht diese Formel drin und die ist U ist L mal dI nach dT. Also wenn sich der Strom an der Spule ändert, habt ihr die irgendwo gefunden? Ja. Wenn der Strom an der Spule sich ändert über der Zeit, dann wird an der Spule eine Spannung induziert. Und wenn man in viele Tafelwerke reinschaut, findet man die Formel immer irgendwie mit einem Minus. Ja, so Lenzsche Regel, die induzierte Spannung wirkt dem ursprünglichen Stromfluss entgegen. Ja, man kann das auch mit einem Minus schreiben. Dann dreht sich aber einfach dieser Spannungsfall um. Ja, dann zeigt der Spannungsfall in die andere Richtung. Ist aber natürlich trotzdem die gleiche Formel. So, also auf jeden Fall, wenn wir einen Strom durch diese Spule durchschicken und der Strom sich über der Zeit ändert, ja, was zum Beispiel bei Wechselstromschaltung natürlich der Fall ist, dann gibt es auch eine Spannung. So, und wenn es eine Spannung gibt, dann gibt es auch immer einen Spannungsunterschied natürlich zwischen den einzelnen Wicklungen. Ja, also hier habe ich eine andere Spannung, ein anderes Potenzial als hier, als hier, als hier. Also. Und es kann, je nachdem wie das gewickelt ist, kann natürlich der Spannungsunterschied zwischen zwei benachbarten Drähten auch mal relativ groß sein. Je nachdem wie die jetzt in Lagen und so aufeinander gewickelt sind. So, und zwischen, ja, jetzt kann ich mir auch vorstellen, jetzt male ich mal sozusagen hier so Lupe. Ja, ich habe hier einen Kupferdraht relativ groß gezeichnet und ich habe hier einen Kupferdraht relativ groß gezeichnet und die haben jetzt jeweils noch diese Isolierungsschicht ringsrum. Ja, und hier hat er auch Isolierungsschicht ringsrum, Kupferlackdraht, damit die sich eben nicht leitfähig miteinander berühren. Und dann gibt es jetzt genau hier dazwischen, ja, gibt es ja so ein bisschen Kapazität. So, und wenn man jetzt eben genügend von diesen Drähten hat und die sich an vielen Stellen immer nicht berühren, weil sonst wären sie ja leitfähig miteinander verbunden, aber eben eine parasitäre Kapazität ausbilden, dann kann das schon sein, dass man in einer großen Spule da auf ein paar
Quadratzentimeter, ein paar 10 oder vielleicht sogar auf 100 Quadratzentimeter kommt und dass dieser Abstand zwischen den Leitern eben trotzdem super klein ist, weil das ist ja nur diese ganz dünne Isolierungsschicht. So, wenn wir jetzt also mal diese Werte hier einsetzen, also für Epsilon 0 8,854 mal 10 hoch minus 12. Ich schreibe mal gleich Farad pro Meter. So, das multipliziert mit 100, erstmal multipliziert mit 4, ja, wegen der relativen Permittivität. So, jetzt multipliziert mit 100 Quadratzentimeter. Wie kann ich Quadratzentimeter in Quadratmeter umrechnen? Ja, also ein Zentimeter ist ein Hundertstel Meter und das habe ich jetzt quadriert, also mal 10 hoch minus 4. Ja, und dann, also das, was du gesagt hast, stimmt wahrscheinlich, ne, wenn ich jetzt 100 rechne, 100 Quadratzentimeter und das mal 10 hoch minus 4, um das in Quadratmeter umzurechnen, kommt eben 10 hoch minus 2 raus, das ist 0,01. So, und die Millimeter können wir auch in Meter umrechnen. Ein Millimeter sind ein Tausendstel Meter, ja, 10 hoch minus 3 Meter. So, und dann kürzen sich Meter und Meter gegen die Quadratmeter. Und wir können ein bisschen mit den Zehnerpotenzen hier rumspielen. 10 hoch minus 4 durch 10 hoch minus 3. Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Minus 4 minus minus 3. Also minus 4 plus 3 macht minus 1. Ja, ich kann das wegstreichen, kann stattdessen hier eine minus 1 hinschreiben. So, und 100 könnte ich auch schreiben als 10 hoch 2. 10 hoch 2 mal 10 hoch minus 1. Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Also 2 minus 1 macht 1. Und das macht einfach 10. Ja? So, kann ich alles wegstreichen, die 10 auch wegstreichen. So, bleibt da einfach nur eine 10 über. So. Ja, man kann es einfach in den Taschenrechner einsetzen. 10 durch 0,2. Wir können Kopfrechnen üben. Es kann keiner mal, ihr habt es einfach in den Taschenrechner eingesetzt. 50, ja, also das ist ein Fünftel. 10 durch ein Fünftel ist 10 mal 5 sind 50. 50 mal 4 sind 200. Naja, und jetzt 200 mal das, was hier vorne steht. 200 mal 8 sind irgendwie 1600 und das sind ja eher 9, also 1800 und 1800 mal 10 hoch minus 12 gehen wieder 3 Zehnerpotenzen weg, also ich komme jetzt auf 1,8 mal 10 hoch minus 9. 1,7, ja okay, naja gut, also es ist ja ein bisschen weniger als 9, da muss auch weniger als 1,8, so warte mal, jetzt habe ich das hier unten äußerst ungünstig geschrieben, weil das jetzt ja so aussieht, wenn das hier weitergeht. Also das ist gleich, mit dem es weitergeht. Hier ist ein Strich. So, also 1,77 und dann auf jeden Fall mal 10 hoch minus 9, richtig? Und zwar Farad. Und 10 hoch minus 9 kann man auch schreiben als Nano. Also 1,77 Nanofarad. So, und naja, Nanofarad klingt jetzt irgendwie ziemlich wenig. Ja, ein Milliardstel. 1,77 Milliardstel Farad, stellt man aber fest, dass das eigentlich schon eine ganz, naja, keine große, aber schon eine nicht zu vernachlässigende Kapazität ist, die da auch in dieser Spule dann drin steckt. So, und jetzt soll man, glaube ich, damit noch einmal was weiterrechnen in der Aufgabe, richtig? Nämlich? Genau, den Strom, der über diese Kapazität fließt. Also wir können uns jetzt vorstellen, das ist eigentlich unsere Spule. Ja? Und durch diese ganzen Kapazitäten, die wir überall dazwischen haben, ist das so, wie wenn ich parallel zu der Spule nochmal einen Kondensator habe.
So, und jetzt wollen wir eigentlich einen Strom durch diese Spule durchschicken und der Strom durch die Spule macht an der Spule eine Spannung über das Induktionsgesetz und diese Spannung fällt ja auch irgendwie über dem Kondensator ab. Und jetzt ist die Frage, wie können wir den Strom ausrechnen, der hier durch den Kondensator durchfließt, das IC. IC von T nenne ich das mal ganz allgemein. So, jetzt brauchen wir eine Formel, wie kann man Strom ausrechnen, der durch den Kondensator fließt. Und hallo auch an die 5 Leute, die zuschauen. Der Necromongergott hat mal wieder geschrieben, das Induktionsgesetz. Ich sehe das leider jetzt sehr gut. Und Grüße an die anderen. Leckt der Stream bei euch auch? Oh, ich weiß nicht. Wir sind hier im WLAN. Keine Ahnung. So, also wir brauchen eine Formel, wie wir den Strom ausrechnen können, der durch den Kondensator fließt. Und da gibt es eine Idee. Genau, also C mal, und ich würde jetzt ganz allgemein schreiben, du von T nach dt. Und dann ist das genau die gleiche Formel, wie die wir hier oben auch haben, bloß dass statt der Spannung steht hier der Strom, statt der Induktivität steht die Kapazität, statt der Strom steht da die Spannung. Also genau dasselbe, bloß anders. Also es ist die duale Gleichung, ja? Es ist eine Gleichung, die gleiche Struktur hat, aber immer Strom und Spannung sind gegeneinander ausgetauscht, Kapazität und Induktivität sind gegenseitig ausgetauscht. So, und jetzt wollen wir wahrscheinlich den Strom ausrechnen, der durch diese parasitäre, durch diese unerwünschte Kapazität fließt, wenn es eine bestimmte Spannungsänderung gibt. Die ist gegeben. Mit 200 Volt pro Mikrosekunde. Also das sind 200 Volt pro Mikrosekunde. Ja, und das klingt jetzt auch erstmal irgendwie relativ viel, ist aber jetzt auch nicht so viel. Wenn man eine leistungselektronische Schaltung hat, dann schalten moderne leistungselektronische Schalter viel schneller als in einer Mikrosekunde. Die schalten eher so im Nanosekundenbereich. Ja, wenn man jetzt so Gallium-Arsenid-Halbleiter hat, dann können die nochmal deutlich schneller schalten. No, und 200 Volt ist jetzt zum Beispiel in einem Elektrofahrzeug typische, also die Batteriespannung von der Traktionsbatterie sind eher 400 Volt oder vielleicht mittlerweile sogar 600 oder 800 Volt. Also das ist, klingt viel, ist aber auch gar nicht so viel. Das klingt wenig, ist aber auch eine ganze Menge. So, und das heißt, wenn wir das jetzt alles einsetzen und nochmal sagen, 1,77 Nano, das waren 10 hoch minus 9 Farad. Und statt Farad schreibe ich jetzt wieder das, was wir hier oben hatten, Ampere Sekunden pro Volt. Ja, und das multipliziert mit 200 Volt. 200 hatten wir vorhin schon mal irgendwie. Und geteilt durch eine Mikrosekunde, das sind 10 hoch minus 6 Sekunden. So, dann kürzen sich auf jeden Fall erstmal Volt gegen Volt. Ampere bleibt über, Sekunden gegen Sekunden kürzen sich auch. Wir wollen Strom ausrechnen, dass da Ampere rauskommt, ist total sinnvoll. Und 10 hoch minus 9 durch 10 hoch minus 6 sind 10 hoch minus 3. 10 hoch minus 3 könnte ich auch schreiben als Milliampere. Jetzt habe ich aber noch 1,77 mal 200 und das ergibt für mich jetzt so im Kopf gerechnet 354. Ja. So, dann macht das 354 Milliampere. Ja. Und 354 Milliampere ist jetzt auch schon ein ganz erklecklicher Strom, also dafür, dass der da einfach so über das elektrische Feld als Verschiebungsstrom über das elektrische Feld zwischen diesen ganzen Wicklungen da hin und her fließt, wo der eigentlich überhaupt gar nicht lang fließen soll. So, und das ist tatsächlich ein Problem, was man so in der Praxis hat. Ja, dass wenn man Spulen baut, dass eine Spule
nur bei tiefen Frequenzen wie eine Spule wirkt. Und irgendwann ist eben diese Kapazität so bedeutend, dass wenn ich hier versuche, einen Strom durch diese Spule durchzuschicken, dass der Strom keinen Bock mehr hat, durch diese Spule zu fließen, sondern viel einfacher durch diese Kapazität dahin fließen wird. Ja, und dass eine Spule an sich eben auch schon sowas wie einen Schwingkreis bildet. Und also müssen wir uns im zweiten Semester beschäftigen und eine Eigenresonanzfrequenz hat und entwickelt. Ja, also ich habe, vorletzte Woche mal so ein Video aufgezeichnet, wo ich so dieses Induktionsgesetz praktisch mal an einer Spule gemessen habe. Also ich habe eine Spule aufgeladen und entladen und das war eine Spule, die war so faustgroß. Und die hatte dann mit einem Eisenkern, habe ich die so auf 100 Millihenry gebracht. Und die hatte, glaube ich, 600 Wicklungen und irgendwie so ein paar Ohm als Widerstand. Und da könnte man sich schon vorstellen, ne, also eine Spule, die irgendwie so die Größe hat, wo man auch ein paar Ampere an Strom durchschicken kann, dass wenn man sich diese ganze kleine Fläche, also ne, wenn ich eben, ne, habe jetzt hier, das sind jetzt wiederum nur 13 Wicklungen hier, wenn ich jetzt nicht 13 habe, sondern 600, ja, dass da schon ganz schön viel Fläche zusammenkommt überall zwischen den ganzen kleinen Wicklungen. Ja, also das ist jetzt keine mini kleine Spule, aber das ist auf jeden Fall schon, ja, die hat schon eine gewisse Größe.